es nicht geht. Nein, nein, das ist sehr schön, das stimmt. Ich finde das schön. Qualität steht für nichts. Thank you.
Ashtutara Shata Shishimad Divine Great Shila Abhay Chanala Vinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivachakachaya Ashtutara Shata Shishimad Is Divine Great Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai Nanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namachaya Shira Haridas Thakur Ki Jai Premsako Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamai Ki Jai Yamunamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulasi Maharani Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Alle Ehre sei den versammelten Gottgeweihten. Alle Ehre sei den versammelten Gottgeweihten. Alle Ehre sei den versammelten Gottgeweihten. Alle Ehre sei Shishi Guru und Kodama. Alle Ehre sei Shila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Muttadeshima Devakti Bhushana Swami Nityanamani Prabhupada Sursana Savatrangora Kriparaya Satya Rishira Satya Krishna Mahavishira Namaste. Hare Krishna. Geht das Mikrofon oder nicht? Ich bin nicht sicher. Passiert da was? Ist nur ein bisschen leise, ne? Okay. Hare Krishna. Besser. So ist normal, wie es so, danke. So, wir lesen aus dem Transcendental Diary. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine Traveled with His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada by Hari Shauri Prabhu. Und wir sind in Cheda Mayapur am 9. Februar 1976. In the afternoon we had a visit from the Federal Home Minister, Shri Tarun Kanti Ghosh. A tall, good-humored man with an impressive, das Wort habe ich noch nicht gesehen, weil ich auch nicht, wie es ausspricht, M-I-E-N, was ist das? Mien? Mayen? Mien? But it's M-I-E-N. M-I-E-N. Mean is M-E-A-N, ne? Mean. Okay, ist mein. Das heißt wahrscheinlich Mine auf Deutsch. Sagt man Mine. Oder was anderes. And an aura of extravagance. He seemed surprisingly young to have such a high-ranking political position. He is from a Vaishnava family who worships a deity of Lord Chaitanya in their home. And he deeply admires Srila Prabhupada and his disciples. Although he has been here before, he was taken on a tour. He greatly appreciated the transcendental atmosphere of Mayapur. Afterwards, he relished prasadam. Then Prabhupada entertained him very nicely in his room for 1 hour. Conversing on various topics. He left paying high tribute to Srila Prabhupada for the great work he is doing in spreading the movement of Lord Chaitanya far and wide. Der nächste Tag beginnt, das ist der 10. Februar 1976. Prabhupada is constantly meditating on the development of ISKCON. He regularly discusses managerial concerns as well as spiritual standards in order to assure that everything in the society is running efficiently.
He is constantly on the watch for signs of mismanagement. It is common for him to call in his GVC men at all hours to garner information and give direction. We are all untrained, both materially and spiritually, and Prabhupada has to educate us in both realms in order to create a society with a solid framework for advancement. Weiß ich, sollen wir ein bisschen lesen oder wollen wir darüber sprechen? Ja, was bisher gesagt wurde, also Deutsch, ne? Alle verstehen Deutsch? Ja, ja, ja. So am Tag zuvor, am 9. Februar, wird darüber gesprochen, dass ein Minister zu Besuch war und der kommt von einer Vaishnava-Familie, wo sie Lord Chaitanya zu Hause verehren, im Deity of Lord Chaitanya. Und ja, er bewundert Srila Prabhupada und Prabhupada spricht mit ihm für eine Stunde. So, das ist, das war Teil von Prabhupadas Arbeit, ne, mit Gästen zu sprechen, mit Devotees zu sprechen, Gästen zu sprechen. Praktisch 24 Stunden am Tag, na gut, nachts nicht, aber den ganzen Tag war Prabhupada bereit, mit Leuten zu sprechen. Egal wer kommt, Prabhupada war bereit, mit denen zu sprechen. Vorausgesetzt, natürlich, da war ein bisschen Ernsthaftigkeit da, aber selbst wenn nicht so viel Ernsthaftigkeit da war, Prabhupada mit denen gesprochen. Hier ist eine berühmte Persönlichkeit oder wichtige Persönlichkeit, Prabhupada kümmert sich um den. Aber wenn irgendeine nicht berühmte Persönlichkeit kommt, Prabhupada hat sich genauso um die gekümmert und auch mit denen gesprochen. Und weil Prabhupada natürlich nicht so viel Zeit hatte, vor allen Dingen als die Bewegung größer wurde, kamen immer viele Leute. Dann hat Prabhupada diese Darshans gehabt, nachmittags oder abends, stundenlang, und mit einer ganzen Gruppe gesprochen. So. Es gab nie, normalerweise kein festgelegtes Thema, sondern was immer aufkam, was die Umstände der Situation, was die Gäste für Fragen hatten, wo die Gäste herkamen, was ihre Themen waren oder worüber Prabhupada sprechen wollte. Darüber wurde gesprochen. Und Prabhupada hat sich auch immer darum gekümmert, dass die Gäste versorgt waren mit allen Annehmlichkeiten. Hier wird der Minister natürlich, dem wird das gezeigt, in Mayapur, das Gelände. So, das sieht heute ein bisschen anders aus, das Gelände. Mittlerweile steht ja schon dieser riesige Tempel, ist noch nicht fertig, aber äußerlich steht er. Ich hatte mal ein paar Bilder gesehen, aber ich habe vor 2 Tagen oder so hat Ananda Krishna ein Video gepostet auf YouTube. Und das so gefilmt, den Tempel, da ist eingeweiht worden der Nisimha-Tempel innerhalb von dem großen Tempel. Der hat so ein spezielles Department. Das ist fertig gemacht worden und eingeweiht worden. Nisimha-Dev ist noch nicht da, ist noch im alten Tempel. Aber und dabei habe ich gesehen, wie die Betonstruktur aussieht von diesem riesigen, das ist so gewaltig, das ist so groß. So, den Grundstein dafür hat Prabhupada gelegt damals, zu Anfang mit einer Bambushütte. Eine kleine Bambushütte, wo Prabhupada hingegangen, kleines Grundstück gekauft, in Mayapur. So, hier machen wir unsere Headquarters von ISKCON, eine Strohhütte, angefangen. Und dann ist das gewachsen, und zwar gar nicht so langsam, sondern jedes Jahr, Prabhupada ist jetzt gerade wieder hier zu dem Mayapur Festival 76, jedes Jahr neue Gebäude. Und ich glaube, wir haben gelesen, ein paar Wochen zurück nur, sagt er zu Jayapataka Swami, wir brauchen ein Guesthaus, es kommen dieses Jahr mehr Gäste, bau bitte ein Guesthaus. Und dann gab es eine längere Diskussion, wie das denn möglich sein sollte, das in ein paar Monaten zu machen, in 2 Monaten oder so.
Ihr kennt vielleicht das Gasthaus da, das ist ein Gasthaus in Mayapur. Ah, das ist schon ein recht großes Gebäude. Und wir haben keine Steine, es gab immer Schwierigkeiten, Material zu besorgen und die Arbeiter zu haben und das Geld. Und Prabhupada hat mir gesagt, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Geld gebe ich dir. Steine kümmert sich Krishna drum und so weiter. Ja, und dann wurde das Gebäude fertig. Und das geht bis heute so weiter. Mayapur wächst und wächst und wächst. Und jetzt kommt dieser unglaubliche Tempel da dahin, der, wie ich gehört habe, nächstes Jahr ziehen die Deities da ein. So, das ist unglaublich. Ja, und dann kommt der nächste Tag und jetzt hier nochmal. Ja, wie Prabhupada sich um die Bewegung gekümmert hat und wie er seine Schüler trainiert hat, die alle unerfahren waren. Sowohl in materiellen Dingen, also Management und mit Leuten umgehen und Steine kaufen und mit Geld umgehen, all diese Sachen managen und andere Sachen auch. Und auch spirituell unerfahren waren. Und Prabhupada hat sie in beiden angeleitet, trainiert. Prabhupada hat dieses unmögliche Ding gemacht, weil es ja das Wort unmöglich in seinem Vokabular nicht gibt. Er hat dieses Ding gemacht, dass er in 11 Jahren eine Bewegung geschaffen hat, die das Gesicht der Erde verändern wird. Weit über Prabhupads Anwesenheit hinaus. 11 Jahre war er mit seinen jungen Schülern, die meisten vom Hippie-Hintergrund kamen. Ihre Qualifikation war, dass sie materielles Leben satt hatten und wissen wollten, was ist echtes Leben, dass sie an spirituellem Leben interessiert waren. Das war ihre Qualifikation. Und natürlich, jeder hatte noch seine eigenen Qualifikationen, aber total unerfahren in allem, im Leben. Was zu sprechen von spirituellem Leben. So, in 11 Jahren trainiert Prabhupada seine Schüler, dass sie bereit sind, diese Bewegung weiterzuführen, weiter auszubauen. Und Prabhupada legt auch den Grundstein dafür, für die nächsten 10.000 Jahre. 10.000 Jahre, hat er gesagt. 10.000 Jahre. In 11 Jahren die Grundlage legen für 10.000 Jahre die Bewegung, die die Welt verändern wird, die das Kali-Yuga auf den Kopf stellt, zu einem Satya-Yuga macht. Klar, das ist Lord Chaitanyas Bewegung. Diese Kraft kommt von Krishna selbst. Aber Prabhupada war derjenige, der beauftragt wurde, der bevollmächtigt wurde, diesen Grundstein zu legen, die Grundlagen dafür zu legen, die Bücher zu schreiben, die Bewegung zu gründen und ja, die ersten Devotees, seine Schüler, die das dann weiter umsetzen würden, zu trainieren. Und das tut er ja gerade. Und das ist das Gute an diesen Büchern, die wir haben, wie dieses Transcendental Diary, dass hier genau beschrieben wird, Wort für Wort, Tag für Tag, Stunde für Stunde manchmal, wie Prabhupada das gemacht hat. Weil das sind unsere Anhaltspunkte im spirituellen Leben und im materiellen Leben, in allem. So ist es, wie wir die Bewegung führen sollen, wie wir unser eigenes spirituelles Leben führen sollen, wie wir uns um andere kümmern sollen, dass die auch Krishna-Bewusstsein aufnehmen können, wie wir unser eigenes Leben zur Vollkommenheit bringen können. Alles. Irgendwelche Fragen, Kommentare? Meine Zusammenfassung ist immer länger als der Text. ist, ja. Was würde Mayapur noch, was ist noch offen? Weil jetzt wurde ja Narasimhadev installiert. Und was ist Narasimhadev wurde nicht installiert, er ist noch im alten Tempel. Die Deities ziehen alle zusammen um. Da steht jetzt eine Bildgestalt, die sieht aus wie der Deity von Narasimhadev, die gleiche Größe und alles, aber ist ein Attrappe, ist nicht der echte Deity.
Sieht alles noch nach viel Beton aus. Die Struktur ist da vom Tempel, ich weiß nicht, ob das Dach drauf ist. So. Innen drin muss noch viel gemacht werden, bis die Deities umziehen können. Also so den Tempel fertig bauen? Ja, das Gebäude fertig machen, innen drin fertig machen. Also ich konnte auf dem Video einige Sachen sehen. Das Gebäude ist an sich fertig oder von der Struktur her, aber wenn man ein Haus baut, wenn du die Wände fertig hast, kannst du noch nicht einziehen. Muss noch ein bisschen was rein, ne? So, bis man da einziehen kann. Und da das so ein großes Gebäude ist, dauert das ein bisschen. Ja, das hat mich sehr berührt, dieses Gebäude zu sehen. Dass dies zur nächsten Phase von ISKCON gehört. Es kümmert mich sehr, dass wir so klein sind als Bewegung. Also in Deutschland, in dem Land. Ich war auch in anderen Ländern. Was wolltest du sagen? Das ist nur erst 55 Jahre. Erst 55 Jahre, es kommt noch. Ja, aber ich will das sehen. Ich bin nicht mehr so lange hier. Ich will noch was sehen davon. Wir müssen was dafür machen. Ja, wir müssen was dafür machen. Und wir wollen schon, ich meine, ich habe festes Vertrauen, dass das passiert. Das ist Lord Chaitanyas Bewegung und dass die Welt transformiert werden wird. Aber ich möchte was davon sehen. Klar, ich sehe etwas, aber nicht so viel. Ich sehe noch nicht diese gewaltige Power, die da drin steckt, sich manifestieren. Äußerlich, meine ich mal. Innerlich ist da. Das kann man spüren. Aber dass mehr Devotees gibt. Dass unsere, wie viele Tempel haben wir in Deutschland? 8 oder so? Ja, dass die erstmal voll werden, aber so richtig. Und dann, dass es mehr braucht. So, dass mal ein bisschen was Massenhaftes passiert. Klar, das macht Krishna nur, wenn wir darauf vorbereitet sind. Ne? Wenn morgen 100 Devotees joinen hier nach Köln, Rishi Kumar dich anrufen und sagen, ich möchte joinen, was machst du mit denen? Ne, mit 1 oder 2 kann man vielleicht umgehen, aber ja. Aber dafür ist die Bewegung eigentlich da. Und da sollten wir uns darauf vorbereiten, weil das wird passieren. Wann? Sobald wir bereit sind. Ne? Das hat Prabhupada uns gesagt, seinen Schülern gesagt. Krishna can give you the world in 10 days, but you have to be prepared. Nur daran mangelt es. Wenn wir vorbereitet sind darauf, innerlich, auch äußerlich, praktisch, in allem, dann wird es passieren. Klar, das ist natürlich, aus praktischer Sicht wird das graduell passieren, nicht so tscht, dann auf einmal von 0 auf 100, graduell. Aber ich denke, wir könnten jetzt mal einen Zacken zulegen. Mein persönliches Gefühl. Ja? Ich wollte ganz kurz erwähnen, dass Chaitanya Mahaprabhu ist ja an verschiedenen Orten gewesen. Und an den Orten, an denen er war, werden jetzt Footprints von ihm installiert. Und Prabhupada hat, glaube ich, 8 installiert und hat dann gesagt zu seinen Schülern, die restlichen 100 sollen wir alle installieren jetzt. Und Jagannathaswami ist da auch schon ganz groß. Okay. Zugang mit. So, wie viele gibt es jetzt schon? Ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe. Okay. Das könnte vielleicht auch helfen, die Energie zu erhöhen. Alles kann helfen. Aber vor allen Dingen unser Krishna-Bewusstsein. Hier, das, was hier Bewusstsein im Herzen, praktisches Wissen, praktisches Handeln und so weiter. Wir brauchen eine Atmosphäre, wo jeder am
sich am intensivsten hingeben kann und am stärksten wachsen kann. Ne? Weil das ist Sanketan-Bewegung, bedeutet gemeinsam, die Gruppe, die Gemeinschaft ist, was uns stark macht. Klar, alleine, als völlig entschlossener Devoti, kannst du auch sehr weit kommen. Aber wenn du in eine Gemeinschaft gehst, wo viele Devotis entschlossen sind und mit großer Entschlossenheit und Reinheit Krishna-Bewusstsein kultivieren und auch verbreiten wollen, da ist es noch eine ganz andere Power. Wenn man daran teilhaben kann, ne? Ich meine, wir haben ja daran teil, aber wenn das noch stärker wäre, das ist wie ein Sog. Das ist wie ein Sog, der Krishna-Bewusstsein produziert in jeder Seele, in jedem Devoti und dann auch andere mit da reinzieht. So, diese Power wünsche ich mir, dass es größer wird. So, Prabhupada hat uns erklärt, wie es geht. Und das ist unsere Richtung. Was wolltest du sagen? Ja, wir haben 10 Tempel. Ha? 10 Stück, 10 Tempel. In Deutschland? Mit Offenbach, nur Tempel. Okay, sag mir mal kurz, was die sind. Was sind die 10 Tempel? Köln, Hamburg, Heidelberg, Leipzig, Goloka Dhamma und Simchat-Shalam und Offenbach. 7. Berlin 8. Berlin. München 9. Bad Einhausen. In München gibt es 2 Tempel, oder? Ja. So, dann sind es 10. München gibt es 3 sogar. 10. Okay. Was ist unser Ziel in den nächsten 10 Jahren? Ha? 20, das wäre schon mal etwas. Das habe ich noch nicht erlebt. Seitdem ich dabei bin, gibt es in Deutschland, seit 30 Jahren gibt es immer ungefähr 10 Tempel. 7, 8 oder 10 Tempel. Simchat-Shalam gab es schon, Goloka Dham gab es schon, Köln gab es schon, Heidelberg. Wiesbaden haben wir vergessen. Wiesbaden. Ja, so. Ja, das Doppelte, mindestens. Eigentlich mehr, aber okay, es wäre schon was. Hare Krishna. Nicht zu viel fantasieren, ne? Lieber Bhagavatam lesen. Vers 17 ist richtig. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Kanto 6, Kapitel 5. Narada Muni wird von Prajapati Daksha verflucht. Vers 17. Pancha. Vimshati. Tatvanam. Purusho. Abduta. Darpana. Adhyatmam. Abudasyeha. Kim. Asat, Karmabir, Bhavet, Panchavamshati Tatvanam, Purusho Dutadapana, Adhyatmam Abudasyeha, Kim Asat Kamabir Bhavet, Panchavimshati Tatvanam, Purushodu Tadarpana, Adhyatmam Abudasyeha.
das Jeha Kim Asad Kamabir Bhave. Ja, bitte. Panchavimsati tattvanam purushodbhuta dharpanam adhyatmam abhutasyeha kim asat karma bhavet panchavimsati tattvanam Panchavimshati 25 Tattvanam der Elemente Purusha die höchste Persönlichkeit Gottes Adbhutadarpana derjenige der wunderbare Manifestationen bewirkt Adhyatmam, der Aufseher aller Ursachen und Wirkungen. Abhudasya, von jemandem, der nicht weiß. Iha, in dieser Welt. Kim asat karma bibhavet. Was kann es nützen, zeitweiligen, fruchtbringenden Tätigkeiten nachzugehen? Übersetzung. Narada Muni hatte gesagt, dass es ein Haus gibt, das aus 25 Elementen besteht, die Hayashvas verstanden dieses Gleichnis. Das ist in Klammern und gehört nicht zum Vers. Das steht eigentlich nicht im Vers drin. Das ist gewissermaßen Erläuterung, was hier geschieht. Worüber hier gesprochen wird, weil man sonst den Zusammenhang verliert. So, die Übersetzung an sich ist, der höchste Herr ist das Reservoir der 25 Elemente und als das höchste Wesen, der Aufseher von Ursache und Wirkung, verursacht er ihre Manifestation. Wenn man, ohne diese höchste Persönlichkeit zu kennen, zeitweiligen fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht, welchen Nutzen wird man dann erhalten? Erläuterung. Philosophen und Wissenschaftler führen gelehrte Forschung durch, um die ursprüngliche Ursache zu entdecken. Doch sie sollten dies auf wissenschaftliche Weise betreiben und nicht launenhaft oder mittels fantastischer Theorien. Die Wissenschaft von der ursprünglichen Ursache wird in verschiedenen vedischen Schriften erklärt. Atato Brahma Jigyasa Janmadyasya Yataha. Das Vedanta Sutra erklärt, dass man nach der höchsten Seele fragen sollte.
Solches Fragen nach dem Höchsten wird Brahma Jigyasa genannt. Die absolute Wahrheit oder Tattva wird im Srimad Bhagavatam 1.2.11 dargelegt. Berühmter Vers: Vadanti tat tattva vidas tattvam yaj jnanam advayam brahmeti paramatmiti bhagavan iti shabdyate. Gelehrte Transzendentalisten, die die absolute Wahrheit kennen, nennen diese nicht-duale Substanz Brahman, Paramatma oder Bhagavan. Die absolute Wahrheit erscheint Anfängern als unpersönliches Brahman und Fortgeschrittenen, mystischen Yogis, als Paramatma, als die Überseele. Doch Gottgeweihten, die fortgeschritten sind, verstehen die absolute Wahrheit als den höchsten Herrn, Vishnu. Die materielle kosmische Manifestation ist eine Erweiterung der Energie Shri Krishnas bzw. Shri Vishnus. Ekadeshastitayagneya yotsnavistarini yata parasya brahmama shaktis tatedam akilam jagat. Was auch immer wir in dieser Welt sehen, ist nichts anderes als eine Erweiterung verschiedener Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes, die einem Feuer gleicht, das sein Licht weithin ausbreitet, obgleich es sich an einem Ort befindet, Vishnu Purana. Die gesamte kosmische Manifestation ist eine Erweiterung des höchsten Herrn. Wenn man daher nicht Nachforschung anstellt, um die höchste Ursache zu finden, sondern stattdessen fälschlich nichtigen, zeitweiligen Tätigkeiten nachgeht, was nützt dann die Forderung nach Anerkennung als bedeutender Wissenschaftler oder Philosoph? Wenn jemand die endgültige Ursache nicht kennt, was ist dann der Nutzen seiner wissenschaftlichen und philosophischen Forschung? Der Purusha, die ursprüngliche Person, Bhagavan, Vishnu, kann nur durch hingebungsvollen Dienst verstanden werden. Bhaktyamam abhijanati yavanyas chasmi tatvata. Nur durch hingebungsvollen Dienst kann man die höchste Person verstehen, die hinter allem steht. Man muss versuchen zu begreifen, dass die materiellen Elemente die getrennte, niedere Energie des Herrn darstellen und dass die Lebewesen die spirituelle Energie des Herrn ist. Was auch immer wir erfahren, einschließlich der Materie und der spirituellen Seele, der Lebenskraft, ist nichts anderes als eine Verbindung zweier Energien Shivishnus. Die niedere Energie, der niederen Energie und der höchsten Energie. Man sollte die Tatsachen bezüglich der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung ernsthaft studieren, wie auch den Ort, von dem man niemals zurückkehren muss. Yadgatvana Nirvantante. Die menschliche Gesellschaft sollte dies studieren. Doch statt solches Wissen zu pflegen, fühlen sich die Menschen zu zeitweiligem Glück und Sinnbefriedigung hingezogen, welche in bodenlose und grenzenlose Leidenschaft ausarten. Man erhält keinen Gewinn durch derartige Tätigkeiten. Man muss sich in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein betätigen. Om Jnana Timurandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, wer spricht diesen Vers? Seid ihr einverstanden, dass Narada diesen Vers spricht? Stimmt nicht. Ja, Erläuterung war zu lange. Das heißt, wir lesen den Vers nochmal? Ja, bitte. Okay. In Klammern. Narada Muni hatte gesagt, dass es ein Haus gibt, das aus 25 Elementen besteht. Die Hayashvas verstanden dieses Gleichnis. Das bezieht sich darauf, zuvor hatte Narada Muni gesprochen, zu wem? Zu wem hat der Narada Muni gesprochen? Ja, genau, zu den Söhnen Dakshas. 10.000, ne? Oder 1.000. So, zu diesen ganzen Söhnen, die ihre
die ihr Tapasya praktiziert hatten, die total gereinigt waren und jetzt Kinder zeugen sollten nach der nach dem Wunsch ihres Vaters. Und da kam Nadadamuni dazu und sagt, nee, die sind fast fertig mit dem materiellen Dasein. Die schicken wir jetzt nicht wieder zurück. Die machen hier weiter. Versuchen es mal. Und er zählte 12 Gleichnisse. Ganz kurze Sachen. Ja, eines der Gleichnisse kommt in diesem Vers vor. Er erzählt Nadadamuni das Gleichnis, dass es ein Haus gibt, das aus 25 Elementen besteht. 25 Elemente, das sagt uns was, oder? Sagt euch das was? 25 Elemente? Kapilamuni. Der hat das auch gelehrt, ja. Es sagt ja viele Philosophie von Kapilamuni. Diese Welt besteht aus 25 Elementen. Ja. Wusstet ihr das? 25 Elemente? Was sind diese Elemente? Erde, Wasser, Luft, Wetter, Feuer, Raum, Klang, Geist, Intelligenz. Ja, so die 5 grobstofflichen Elemente. Dann die Sinnesobjekte, mit denen man diese Elemente wahrnimmt und so weiter. Feinstoffliche Elemente. Insgesamt, wenn man das alles durchgeht, 24. Was ist das 25. Was ist das? Ja, das 25. ist erstmal die Seele. Jiva. Und eigentlich gibt es 26, das erklärt Kapilamuni. Das 26. ist dann Krishna, von dem all dieses kommt. Aber das Haus, dieses Universum besteht aus diesen 25. 24 materielle Elemente, die gesamte materielle Energie. Das wird an verschiedenen Stellen in den Schriften unterschiedlich gezählt. Ne? In der Gita sagt Krishna, meine materielle Energie besteht aus 8 Elementen. Ne? Und an anderen Stellen heißt es dann bis zu 25, je nachdem wie man das unterteilt, 24. 25 bedeutet, die Seele ist damit drin. Die Seele ist kein materielles Element, es ist von spiritueller Natur. Ja, jedenfalls gibt Nadadamuni dieses Beispiel, dass es ein Haus gibt, das aus 25 Elementen. Und jetzt kommt der eigentliche Vers, da wird erklärt, wie die Hayashvas dieses Gleichnis verstehen. Und das ist der Vers. Der höchste Herr ist das Reservoir der 25 Elemente. Und als das höchste Wesen, der Aufseher von Ursache und Wirkung, verursacht er ihre Manifestation. Wenn man, ohne diese höchste Persönlichkeit zu kennen, zeitweiligen, fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht, welchen Nutzen wird man dann erhalten? So, die interpretieren das. Weil die Gleichnisse sind nicht so leicht zu verstehen. Die kamen ja am Anfang dieses Kapitels vor. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, alles, was da so gesagt wurde. Deswegen erläutern das für uns diese Seelen, die fortgeschritten sind. Und Prabhupada erläutert es dann weiter, sodass wir verstehen, was damit gemeint ist. Mhm. Was will Nadadamuni hier den Hayashvas sagen? So. Also wer spricht diesen Vers? Nein. Den Vers, das kann man hier nicht so leicht sehen. Dieser Vers ist das, was die Hayashvas dachten. Sie sprachen das nicht aus. Ja, genau. Shukadev Goswami berichtet, Shukadev Goswami ist kein normales Lebewesen, keine normale Seele. Der ist völlig selbstverwirklicht. So, der kann 18.000 Verse zitieren von Geschichten, die er von seinem Vater gehört hat, die vor Millionen von Jahren passiert sind, in Details. Und er kann alle Fragen beantworten von jemandem, der Selbstverwirklichung sucht. Und er erzählt diese Geschichte und die Hayashvas hatten eine Interpretation dieser Gleichnisse, die Nadadamuni sprach. Nadadamuni hatte zuvor gesprochen. Nun wird berichtet von Shukadev Goswami, was die Hayashvas dazu dachten. Das ist einer dieser Verse. 12 Gleichnisse. 12 Verse, was die Hayashvas dachten, ihre Interpretation. So, wer spricht das?
Ja, ist in Gedanken, was die Hayashvas dachten, aber Shukadev Goswami spricht das aus zu Maharaj Parikshit. Okay, das ist der Kontext. So, irgendwelche Fragen? Ich habe mal gehört, das 26. Element ist Gott selbst, oder? Ja, das habe ich eben gesagt. Das ist, du liest den dritten Kanto, ne? Da steht das. Ruhe liest den dritten Kanto. Ja, da kommt die Unterweisung von Kapila Muni und das ist Teil davon. Diese, weil seine Unterweisungen werden Sankhya genannt. Sankhya-Philosophie. Aber nicht die atheistische. Meistens, wenn wir Sankhya hören, dann ist die atheistische. Nein, es gibt auch eine theistische Sankhya-Philosophie. Und da kommt noch ein Element dazu, dann sind 26. Und die wird von Kapila Muni gesprochen. Dem Sohn Kadama Munis. Eine Erweiterung von Krishna. Ein Avatar von Krishna. Kapila Muni. Ja, Sankhya bedeutet zählen. Genau studieren, genau untersuchen. So. Deswegen geht es darum, was sind die Elemente hier im Dasein, das alles genau zu analysieren. Ja, dann könnten wir ein bisschen was zur Erläuterung sagen. Die Erläuterung. Prabhupada zitiert einen Vers aus dem Bhagavatam. Nee, erst zitiert er zwei Verse aus dem Vedanta Sutra. Atato Brahma Jigyasa. Kennt ihr den Vers? Was bedeutet das? Atato Brahma Jigyasa. Es ist Zeit, Fragen zu stellen. Ja, genau. Jetzt ist es Zeit, Fragen über die absolute Wahrheit zu stellen. Nach dem Brahman zu fragen. Was ist die Ursache, die ursprüngliche Ursache, die Quelle allen Daseins? Was ist die absolute Wahrheit? So, und dann Jamadhyasya Yataha. Was bedeutet das? Atato Brahma Jigyasa ist der erste Vers aus dem Vedanta Sutra. Der zweite Vers ist Jamadhyasya Yataha. So fängt auch das Bhagavatam an, interessanterweise, mit den gleichen Worten. Die höchste, die Ursache allen Daseins, die absolute Wahrheit ist das, von dem alles ausgeht. Die absolute Wahrheit ist die Quelle allen Daseins, von allem. Von ihr wird alles geboren. So, dieser Vers enthält in einem Sutra, in drei Worten, die ganze Philosophie, die es zu verstehen gibt. Was ist die absolute Wahrheit? Die absolute Wahrheit ist die Quelle allen Daseins. Alles kommt von ihr. Und das smasht schon alle anderen Philosophien außer der Vaishnava-Philosophie. Zum Beispiel auch Monismus. Weil Monismus sagt, es gibt nur das Brahman. Aber dieser Vers sagt, von dem Brahman geht alles andere aus. Alles, was wir hier sehen, alles, was es gibt in der Existenz, geht von der absoluten Wahrheit aus. So, wie versteht man diese absolute Wahrheit? Wie kann man das verstehen? Dazu gibt es einen wichtigen Vers aus dem Bhagavatam und den zitiert Prabhupada als nächstes, wo es heißt, Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti Shabdyate. Die Weisen, die absolute Wahrheit verstanden haben, gesehen haben, bezeichnen diese nicht-duale Substanz als Brahman, als Paramatma und als Bhagavan. Die Philosophie kennt ihr gut, ne? Es gibt Brahman-Erkenntnis, Paramatma-Erkenntnis, Bhagavan-Erkenntnis. Und da gibt es oft Diskussionen zwischen den verschiedenen Schulen, was denn jetzt richtig ist. Kennt ihr diesen Vers aus dem Bhagavata? Das ist berühmt, ne? Erste Kanto, zweites Kapitel. Wenn du die Erläuterung studierst zu diesem Vers im Bhagavata,
dann findest du, dass Prabhupada dort eine ganz neutrale Erläuterung schreibt. In dieser Erläuterung sagt er, dass es gibt verschiedene Schulen, es gibt verschiedene Verständnisse und manche kommen zu der Schlussfolgerung, manche verstehen das Höchste als Brahman, manche als Paramatma. Also Brahman, das sind dann die Gyanis hauptsächlich, das Paramatma, das sind dann die Yogis. Und dann gibt es die Bhaktas, die verstehen das Höchste, die höchste absolute Wahrheit als Bhagavan. Und alles ist richtig, das wird ja in diesem Vers gesagt, vom Bhagavata. Alles ist richtig, es ist nicht falsch. Und Prabhupada kommentiert das zu diesem Vers ganz neutral und sagt sogar am Ende seiner Erläuterung, dass die Anhänger der verschiedenen Schulen miteinander kämpfen, was nun richtig und was falsch ist und dass die dies tun, dass dies Anfänger sind. So, der wirkliche Weise versteht, ist, das sind einfach drei verschiedene Aspekte der absoluten Wahrheit und alles ist richtig. So eine ganz neutrale Erläuterung, wenn du das liest. Aber dann kommen ein paar Verse danach, wo das noch ein bisschen weiter erläutert wird von Sutta Goswami, der diesen Vers spricht. Und in jeder Erläuterung smasht Srila Prabhupada die Brahman und Paramatma Anhänger als, die haben noch nicht die endgültige Wahrheit verstanden. Und die endgültige Wahrheit ist Bhagavan. Und Bhagavan-Erkenntnis beinhaltet automatisch Paramatma und Brahman-Erkenntnis. Mit anderen Worten, dass Brahman und Paramatma-Erkenntnis nur Teilverständnisse sind, ist nicht vollständig. Bhagavan-Erkenntnis aber vollständig ist, weil es nicht getrennt ist von nichts. Es beinhaltet die beiden anderen Aspekte. Und das tut Prabhupada fast immer, ne? Wenn er darüber spricht, Brahman-Erkenntnis, Paramatma-Erkenntnis, dann kommt Prabhupada als Vaishnava darauf zu sprechen, ja, aber da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Solange du nicht zu Bhagavan-Erkenntnis gekommen bist, ist es nicht vollständig. Ne? Weil im Vedanta Sutra gesagt wird, Jamadhyasyayataha, von der absoluten Wahrheit geht alles aus. Es bleibt nicht beim Brahman. Durch das Brahman, durch Brahman-Erkenntnis kann man nicht diese Welt erklären. Man kann nicht die Jivas erklären, wie das alles funktioniert. Beziehungsweise die Erklärung der Monisten ist, ist alles falsch, existiert gar nicht. Diese Welt existiert gar nicht. Und die Individualität der Seelen existiert auch nicht. So, mit anderen Worten, Brahman, die absolute Wahrheit, hat keine Energien. Das steht in direktem Widerspruch zum zweiten Vers vom Vedanta Sutra. Dass unzählige Energien von der absoluten Wahrheit ausgehen. Die absolute Wahrheit erweitert sich. Krishna, die Ursache aller Ursachen, erweitert sich. Er hat verschiedene Energien. Was diese verschiedenen Energien sind und wie die Beziehungen sind, das wird in der Bhagavad Gita genau erklärt. Deswegen ist der Rest der Erläuterung Prabhupada, hier, das was wir gelesen haben, ist über Bhagavad Gita Verse, wo Krishna das genau erklärt, was die verschiedenen Energien sind, dass er der Ursprung ist, dass er der Grund für die Zusammenführung dieser Energien ist und auch die Auflösung. Ne? Wo erklärt Krishna das in der Gita? Okay, wir haben also die acht Energien, die acht Elemente der äußeren Energie und dann die Jivas. Und dann Krishna als den Ursprung. Wo erklärt Krishna das? Ja. Auch. Hier ist ein Teil von einem Vers, das kommt später, das ist aus dem 15. Kapitel. Das wird hier nicht gegeben, wo das herkommt, aber das ist Yadgadvana Nirvatante. Bedeutet, dass die spirituelle Seele, wenn sie in die spirituelle Welt zurückkehrt, nie wieder zurückkommt in diese Welt.
Ja, im 15. Kapitel gibt es diesen Vers, dass die Lebewesen die ewigen Teilchen von Krishna sind. Alle Lebewesen sind winzige, integrale Teile von Krishna und sie kämpfen sehr schwer mit in der materiellen Welt, mit den sechs Sinnen und dem Geist und so. Ja, aber diese genaue Unterteilung, wo Krishna anfängt zu erklären, seine beiden Energien in dieser Welt. In welchem Kapitel ist das? Schon ziemlich weit vorher. Na, ihr kennt diesen Vers, Bumir Apo Nalo Vayu, Kamano Gude Eva Cha, Ahankara Iteyami, Binas Prakriti Ashtata. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und Ego sind meine acht abgesonderten Energien. Wo kommt das vor? Das ist aus dem 7. Kapitel, Vers Nummer 4. Und im nächsten Vers erklärt Krishna, aber diesmal eine niedere Energie. Arjuna, bitte verstehe, dass ich auch eine höhere Energie habe. Und das sind die Jivas, die Lebewesen. Und im nächsten Vers erklärt Krishna, Etat Yonini Bhutani. Ich bin die Ursache von diesen beiden Energien. Und ich bin der Grund für die Zusammenführung dieser Energien und auch für die Auflösung. Bedeutet Geburt und Tod in der materiellen Welt. Ne? Gut. Zusammenführung von spiritueller und materieller Energie ist, du kommst als spirituelle Seele in einen Körper rein. Ne? Der ist erst ganz klein, ein Ei. Und das wächst dann. Und so wächst dein grobstofflicher Körper. So, Krishna hat die spirituellen Seelen, die bedingt sind, deren Schicksal es ist, in der materiellen Welt zu kämpfen, in den Pool der materiellen Welt eingegeben. Durch seinen Blick, Mahavishnu. Und durch die Arrangierung von Brahma und seinen Helfern, den Halbgöttern, bekommt jeder den Körper, der seinem Bewusstseinszustand, seinen Wünschen, sich auszudrücken, zu handeln, Erfahrung zu machen, entspricht. So werden diese beiden Energien zusammengeführt. Und Krishna ist es, der die beiden Energien zusammenführt. Und er ist auch derjenige, der sie trennt. Tod bin ich, sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita. Eigentlich Zeit bin ich. Aber in dem Sinne ist es im Sinne von Tod. Kennt ihr, wisst ihr, wer Oppenheimer ist? Oppenheimer? Gab es gerade einen Film drüber. Weiß jemand, wer Oppenheimer ist? Gab es gerade einen Wissenschaftler, ja. Ja, er hat die Atombombe gebaut, nicht alleine, aber er war derjenige, der Amerikaner, der dieses Projekt geführt hat. Er hat viele Wissenschaftler zusammengebracht und unter seiner Führung ist es tatsächlich gelungen, diese Atombombe zu bauen. Aber der hatte die Bhagavad Gita gelesen und nicht nur gelesen, er hatte sie studiert, weil er als das erste Mal die Explosion einer Atombombe gesehen hat, irgendwo in der Wüste in den USA, Nevada, in der Wüste, aus sicherer Entfernung, auf einem Monitor, ich weiß nicht, ob sie es in der Ferne auch sehen konnten, und alle hatten, dann wurde die Bombe gezündet und alle wussten nicht, was jetzt passiert. Und er hat diese Explosion gesehen, hat er diesen Vers zitiert, aus der Bhagavad Gita, 11. Kanto, wo Arjuna hatte Krishna gefragt, nachdem er die universale Form gesehen hat und die Vernichtung gesehen hat, die auf dem Schlachtfeld stattfinden würde, in Kurukshetra. Arjuna fragt Krishna, wer bist du? Und dann sagt Krishna, Zeit bin ich, und ich bin gekommen, um alle Wesen hier auf dem Schlachtfeld zu vernichten, außer euch fünf Pandavas. So,
Oppenheimer zitierte diesen Vers und er sagte, tot bin ich. In dem Moment, als er die Wirkung der Bombe gesehen hat. Weil diese Bombe hat das Potenzial, die ganze Erde zu vernichten. Diese neue wissenschaftliche Errungenschaft. So, die Erfindung der Atombombe ist ein sehr, sehr wichtiger ein wichtiges Detail, was uns zeigt, wozu der menschliche Geist in der Lage ist, wozu unser technischer Fortschritt, unsere Wissenschaft in der Lage ist, uns selbst zu zerstören als Spezies. Das passiert, wenn der menschliche Geist, die menschliche Intelligenz ohne spirituelle Führung ist. Der Mensch vernichtet sich selbst. Die ganze Spezies, den ganzen Planeten. Das haben wir schon erreicht, dass wir das können. Aber das, was eigentlich naheliegend wäre, das, was glückbringend wäre für alle Seelen, ist das Verständnis, warum du eigentlich hier bist. Ein Mensch, der sich nicht fragt, was mache ich hier, was ist meine Aufgabe, wo komme ich her, was bedeutet dieses Leben, wo gehe ich hin, was bedeutet das alles hier? Es macht ja wenig Sinn, materielles Leben. Diese ganze Schufterei, diese ganze Blindheit, diese ganze ständig Drängen und Zwängen zu unterliegen, Dinge zu tun, die man nicht tun möchte, nicht wissen, wie es weitergeht, das ganze Leid, was man selbst erfährt, was man um sich herum sieht, der Zwietracht zwischen den Menschen und ja, ein paar glückliche Momente, aber was mache ich eigentlich hier? Wer bin ich eigentlich? So, ein Mensch, der nicht zu dieser Frage kommt, beschäftigt sich mit unheilbringenden Dingen, weil der Geist, die Intelligenz fordert Futter, es muss was gemacht werden. So, dann macht man Pläne, die kontraproduktiv sind. So, der wirkliche Grund, warum wir diese Intelligenz haben, warum wir ein fortgeschrittenes Bewusstsein haben, im Gegensatz zu allen pflanzlichen und tierischen Lebensformen, in der menschlichen Form, ist diese Intelligenz zu nutzen, die absolute Wahrheit zu verstehen. Zu verstehen, wo wir herkommen, wer wir sind, auf welche Weise wir Teil sind dieses Daseins. Und dazu muss man die vedischen Schriften studieren. Dazu muss man Menschen fragen, die dies verstanden haben, die dies verwirklicht haben, die dies leben, die dies zeigen können, praktisch zeigen können. Deswegen ist es nötig, einen spirituellen Meister zu haben, Umgang zu haben mit Sadhus und die vedischen Schriften zu studieren. Dies sind die drei Quellen, aus denen du dies lernen kannst. Und ein Mensch, der an Selbstverwirklichung interessiert ist, muss alle diese drei Quellen nutzen. Die Kombination dieser drei Quellen. Ne? Prabhupada ist spirituelle Meister der ganzen Welt. Aber er zitiert ständig die Schriften. Es kommen ständig die Schriften vor. Die Schriften alleine reichen nicht aus. Du brauchst einen spirituellen Meister und du brauchst auch die Sadhus um dich herum. Wir untereinander, dass wir über Prabhupada sprechen, was Prabhupada gesagt hat, was er nicht gesagt hat, was er gemeint hat, was Shukadev Goswami gesagt hat, was in den Büchern steht. So, diese Quellen anzuzapfen, darüber zu sprechen, das Ergebnis davon wird sein, dass wir die Ursache aller Ursachen verstehen, dass wir Krishna verstehen. Und das nennt man Krishna-Bewusstsein. Und auf dieser Grundlage wird
die Menschen, die da durchgehen, die werden keine Atombombe bauen, sagen wir es mal einfach. Da geht es nicht darum zu kämpfen, wer mehr Macht hat, wer gewinnt, wer den anderen unterbuttern. Die ganze Welt ist ein Kampf ums Überleben. Einer gegen den anderen. Ein Lebewesen ist das Futter von anderen. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Es gibt einen höheren Sinn. Versuch als Mensch das zu verstehen. Du musst das tun. Sonst bist du in tiefer Illusion und du steckst da drin, in dieser Mühle. Und du wirst leiden und du wirst andere leiden lassen. Das kann doch nicht sein. Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist zu verstehen, wer wir sind, wo wir hier sind und was unsere wirkliche Heimat ist, was die höchste Persönlichkeit Gottes ist, wer Krishna ist. Im Grunde, wenn man nur Krishna versteht, wenn man Krishna versteht, so wie er ist, versteht man alles andere automatisch. Das ist Bhagavan-Erkenntnis. Krishna ist Bhagavan. Nur Krishna ist Bhagavan. Krishna ist du Bhagavan Swayam. Die wichtigste Aussage aus dem Bhagavatam, nach den Acharyas, nach Jiva Goswami, ist dieser Vers, Krishna ist du Bhagavan Swayam. Krishna ist Bhagavan. So, wenn man Krishna versteht, wenn man Bhagavan-Erkenntnis hat, dann versteht man alles andere auch. Sonst versteht man nur eine Teilwahrheit. Es ist noch nicht vollständig. Und das ist das, was uns das Bhagavatam letztendlich liefert. In all diesen 18.000 Versen. Wenn man das studiert, ist man in der Lage, die absolute Wahrheit zu verstehen. Und sich selbst zu verstehen. Seine Aufgabe hier im Leben zu verstehen. Zu verstehen, was diese Welt ist. Ist Teil davon. Ist mit inbegriffen. Alles ist mit inbegriffen. Krishna sagt, Arjuna, am Anfang der Bhagavad Gita, nun werde ich dir Wissen geben. Und nicht nur Wissen, nicht nur Jnana, sondern auch Vijnana. Da drin ist Verwirklichung drin. Das, wenn du das verstanden hast, gibt es für dich nichts mehr anderes zu hören. Es gibt nichts mehr anderes zu wissen. Du hast alles verstanden. Du hast alles verstanden. Wer die Bhagavad Gita versteht, hat alles verstanden. Irgendwelche Fragen? Einwände. Philosophischer Vortrag. War es sehr philosophisch? Kommentare, Fragen? Was ist eure Schlussfolgerung? Was habt ihr gelernt aus der Bhagavatam-Klasse? Welchen Nutzen habt ihr gezogen? Irgendeinen? Eine Stunde hier auf dem Boden sitzen? Ja, das wussten wir schon. Ja. And one more thing is, natat bhashayate suryo ashishanko napavata. Was ist das? Tatvam vartante tadhava harvama. I am the, father of all living entities, and these living entities are suffering with six. Yeah. I understand this. Yeah. Ja, die Schlussfolgerung ist, es gibt nichts Gutes in dieser Welt außer Krishna-Bewusstsein. Und ihr habt das bereits angenommen. Aber die ganze Welt muss es auch wissen. Die müssen das auch annehmen. Sonst werden noch mehr Atombomben gebaut und mehr Kriege stattfinden. Mehr Kriege. Es ist nicht so, dass wenn der Krieg in der Ukraine irgendwann zu Ende ist oder im Gazastreifen, dass dann alles gut ist. Nein, nein, die nächsten Sachen stehen schon bevor. Und das Kali Yuga schreitet vor. Das heißt, es wird nicht besser werden. Es sei denn, wir tun was dagegen. Ich möchte sagen, do you agree? Die 10 Jahre, wir sehen
viele kriegen nach dem 10 Jahre, ja, alle Leute kommen zu Krishna-Bewusstsein. Aha. Ein Astrologer hat gesagt, dass weil im Middle East die Leute sehen viele Krieg, danach die verloren die Islam, danach die wissen die werden erzielt, danach die Krishna-Bewusstsein am ganzen Welt über. Ja, es gibt einen Plan dahinter, ne? Ich möchte diesen Plan gern verstehen. Kanama Kanaswami hat auch gesagt, die ganze Welt wird aus Bhaktas bestehen. Ja, das ist der Plan. Der Kaliyuga wird auch vorschreiten, also der Kaliyuga bleibt nicht stehen. Ja. Nicht, dass der überall eine goldene Zeit hat, oder? Nein. Nein? Das habe ich so gehört. Was ist dein Verständnis? Weil die Worte werden da sein und der Kaliyuga wird auch weiter vorschreiten. Also mein Verständnis ist, dass das Kaliyuga eine Pause machen muss. Danach geht es voll weiter, wenn die 10.000 Jahre um sind. Aber in diesem Zeitalter, in diesen 10.000 Jahren, das sehen wir noch nicht. Wir sehen, das ist der Anfang davon. Es ist so, so klein. Aber, Übergang. Übergang, ja. Aber ihr kennt diesen Vers aus dem 12. Kanto, ganz zum Schluss vom Bhagavata, wo Shukadev Goswami sagt, Kali Yuga ist ein Ozean von Fehlern. Alles ist Schrott. Alles, wohin du guckst, wohin du gehen kannst, es ist alles von niedrigster Art. Alles ist erniedrigend. Aber das Kali Yuga hat eine gute Eigenschaft. Und diese gute Eigenschaft ist so gut, dass das Kali Yuga verehrenswert ist. Ist im Grunde das beste Zeitalter. Vor allem, wenn man in dieser Zeit nach Chaitanya Mahaprabhus erscheinen, geboren zu sein, ist extrem glückverheißend, weil du teilnimmst an Sankirtan Yagya. Ne? Diese eine gute Eigenschaft ist das Chanten von Krishnas Namen. Und das haben wir heute gehört in der Übersetzung vom zweiten Vers aus dem Shikshastakam. Das Chanten der heiligen Namen bringt die höchste Vollkommenheit und es ist ganz, ganz, ganz einfach. Jeder kann das machen. Jeder kann das machen. Das ist absolut zugänglich. Es gibt noch nicht mal strenge Vorschriften. Du kannst auf deine eigene Weise Hare Krishna chanten. Die Betonung ist nicht wichtig, ob du stehst oder sitzt oder gehst oder wo du bist, überall kannst du es praktizieren. Nur diesen Namen Krishnas zu sprechen, im Kali Yuga, das zerstört alle Unwissenheit in dir und in allen anderen Lebewesen. Das ist die Anti-Atombombe. Ja. Es wird auf der einen Seite immer gesagt, es gibt keine Vorschriften für das Chanten des heiligen Namens. Du kannst hier und da tun und so und ja, so. Absolut. Dann gibt es aber auch die Vergehen. Und ja, das größte Vergehen ist, unaufmerksam zu chanten. Wenn ich jetzt irgendwie mit dem Fahrrad fahre und nebenbei Vögel beobachte und nebenbei chante, chante ich ja unaufmerksam. Also es ist ja ein Vergehen. Ja. Also klar, das Chanten ist ja auch der Weg zum Ziel und das Ziel selber. Geht das deswegen so ineinander über? Oder wie ist das zu verstehen? Dies ist ein typischer Widerspruch vom Krishna-Bewusstsein. Alles ist voll dieser Widersprüche, wenn du es genau untersuchst. Sozusagen. Ja, voll dieser Widersprüche. So, es ist absolut richtig, dass es keine, Chaitanya Mahaprabhu sagt, es gibt keine rigiden, strengen Vorschriften. Du kannst tatsächlich auf dem Fahrrad chanten. Natürlich. Das ist das Beste, was du tun kannst, während du Fahrrad fährst oder während du irgendwas anderes machst. Ne? Einmal war Chaitanya Mahaprabhu mal mit seinen Geweihten unterwegs, da war auch ein kleiner Junge dabei. Und Chaitanya Mahaprabhu musste austreten. Damals gab es nicht, wie es heute geht, dass du irgendwo in den Raum gehst. Und so, er geht in die Felder, in die Wiesen und kommt wieder zurück. Und er hat seine Zunge. Und die Devotees fragen ihn, Mahaprabhu, was ist mit deiner Zunge passiert? Ja, ich muss sie kontrollieren. Der hat auf seine Zunge gebissen, weil sie wollte weiter Hare Krishna chanten, aber ich habe
ich muss mein Geschäft machen, das ist nicht richtig. Und der kleine Junge sagt, doch, man kann überall Hare Krishna chanten, unter allen Bedingungen. Und Chaitanya Mahaprabhu sagte, danke, du hast mich erleuchtet, du hast recht. Überall. So, das ist die große, große Barmherzigkeit der heiligen Namen. Ja, aber wenn du richtig gut werden willst im Chanten, wenn du willst, dass dein Fortschritt schnell geht, in diesem Leben, in diesen wenigen Jahren, dann, ja, dafür gibt es Regeln. Aber grundsätzlich gibt es erstmal keine Regeln. Und selbst bei diesen Regeln, und deswegen kann man vielleicht auch sagen, dass es keine Regeln gibt, es gibt nichts Höheres als den heiligen Namen, selbst mit allen Vergehen, die du begehen kannst, ist das eigentliche, wirkliche Vergehen, ist nicht Hare Krishna zu chanten. Weil man muss weitermachen. Du kannst nicht anfangen und gleich auf der höchsten Ebene chanten. Das heißt, du wirst irgendwelche Fehler machen dabei. Sonst würdest du auf der höchsten Ebene chanten. So, diesen Fehler zu berichtigen, die einzige Möglichkeit ist es, es gibt ein paar andere Sachen, wie aufmerksam chanten und nicht die Devotees zu beleidigen ständig und so. Verschiedene Sachen, die sollte man lernen. Aber das Wichtigste ist, dass man weiter chantet. Das Chanten in sich ist vollkommen. Das Chanten ist vollkommen. Und deswegen sollten wir überall und zu allen Zeiten uns an den heiligen Namen erinnern. Ja, jetzt reicht's, ne? Antaran Chiman Bhagavatam Ki. Shila Prabhupada Ki.